herzlich willkommen hier bei der ersten Veranstaltung der Reihe Nach den Rechten sehen. Das ist eine Veranstaltung, die das Theater Bremen gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung Bremen initiiert hat. Ja, die Debatte um die neue Rechte oder das neue rechte Denken, was womöglich eben gar nicht so neu ist, ist allgegenwärtig. Da aber die Kultur dieser Debatte häufig sehr reflexorientiert ist, möchten wir uns hier eben Zeit nehmen und Raum. Das ist das Tolle, wenn man auch mal so eine Debatte im Theater führen kann, um auch eine Praxis und ein Diskutieren und Denken zu etablieren, das eben ohne diesen sofortigen Reflex auskommt, der manchmal eben auch nur ein Ausdruck von Ausdruckswillen ist. Also dass man einfach sehr schnell eine Meinung kundtut und eigentlich gar nicht sich richtig zuhört. Dem Titel der Reihe entsprechend nähern wir uns aber mit Expertinnen und auch Betroffenen in den sehr verschiedenen Teilaspekten dem Thema der rechten Gewalt und auch deren Auswirkungen auf unsere gesamte Gesellschaft. Das Thema ist brandaktuell, das wissen wir alle. Und als wir uns zusammengesetzt haben, war uns ganz klar, dass wir einen Fehler vermeiden wollen. Wir wollen nicht unseren Suchscheinwerfer unter dem Thema nach dem Rechten sehen nur auf den rechten Rand richten. Es war völlig klar, dass es immer Veranstaltungen auch geben soll, die sich auf die Mitte richten, um diese Interdependenzen, die Zusammenhänge, die Dynamik zwischen Mitte und rechtem Rand wirklich auszuleuchten. Deswegen kommt eine Kulturanthropologin, deswegen kommt ein Sprachwissenschaftler, deswegen kommt hoffentlich auch Oliver Decker, der Autor der Mitte-Studie aus Leipzig. Also es ist uns ganz wichtig, in dieser Suchbewegung wirklich uns insgesamt in den Blick zu nehmen. Genau, und weil wir eine Stiftung sind, die Heinrich-Böll-Stiftung, die nach einem Literaten benannt sind, fanden wir es eine gute Idee, mit einem literarischen Impuls einzusteigen, in dem Fall eben die Spoken-Word-Performance von Robin Stamann, der irgendwo schon in den Startlöchern steht, hoffe ich, und der uns einen Text performt mit dem Titel Fensterkreuze. Dort, wo deine Schmierereien an den Fassaden der Sozialbauten prangten, setzte ich stets mein Zeichen dagegen. Malte Fensterkreuze, die mal Hakenkreuze waren. Wenn der Tag kommt, so stehen an meinem Grabe die Menschen, die mich heute begleiten, mit offenen Herzen und wachem Auge, die einander lieben und respektieren, die einander spiegeln, sowie gemeinsam lachen und weinen. Und auf meinem Stein soll stehen ein offenes Haus, wo mir jeder willkommen ist, der sich als Mensch versteht und auch nichts anderes in seinem Gegenüber sieht als einen Menschen. Ein offenes Haus ohne Türen und ohne Fensterkreuze. Dankeschön. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Sie haben unsere Namen eben schon gehört, aber jetzt sehen Sie uns auch und deswegen wollen wir uns auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Ellen Best. Andrea Röpke, guten Abend. Als wir es 2011 veröffentlicht haben auf der Buchmesse in Leipzig, da kam sofort ein Konter und ein Relativieren von Seiten der Behörden. Vor allen Dingen auch die Landesämter für Verfassungsschutz sagten, die Frauen seien eben nicht so ein Thema, wir würden Hysterie betreiben, wir würden das Ganze aufputschen. Und tatsächlich 6 Monate später, am 4. November 2011, ist Beate Schepe auf der Polizeistation in Jena vorstellig geworden. Die Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds brachte tatsächlich dann das Thema rechte Frauen ins Rollen. Es war unvorstellbar in Deutschland, dass diese Frau mit diesen 10 Morden, kaltblütigen Morden, kaltblütigen Hinrichtungen, mit den Sprengstoffanschlägen und übrigens auch mit der größten Raubserie Deutschlands zu tun haben konnte. Frauen tragen diese Militanz, Frauen tragen den Terror mit. Das hätte schon lange vorher bekannt sein können, weil in der Geschichte, wie ich schon sagte, der Bundesrepublik Deutschland Frauen immer beteiligt waren. So gehörten zur Wehrsportgruppe Hoffmann auch ein Teil Frauen, zur Viking-Jugend, die 42 Jahre lang in Wilhelmshaven gegründet, den Neonazi-Nachwuchs von heute gedrillt hat. Kinder, Jugendliche gehörten 40% Frauen. Als Manfred Röder seine deutschen Aktionsgruppen Molotow-Cocktails schmissen, 1980 2 vietnamesische unschuldige Menschen verbrannten, war eine Frau unter den Tätern. Es gab immer diesen Frauenbezug im Terror, aber wir wissen nichts darüber. Frauen wurden eben auch in der Justiz immer wieder als vermeintliche Mitläuferinnen abgetan. Frauen werden in der klassischen rechten Szene
anerkannt, Frauen werden benutzt, Frauen sind Teil der Ideologiegemeinschaft, Frauen sind für den Aufbau von familiären Strukturen wichtig, aber eben auch gerade die Ostfrauen aus den neuen Bundesländern wollen eben auch die Politik nach außen tragen. Das wird alles akzeptiert, aber bitteschön, die Frauen sollen dann auch nicht zu machtbewusst werden. Und wir dürfen uns, glaube ich, auch in der AfD nicht täuschen lassen. Also ich möchte mal die These aufstellen, die Tage auch von Frau Weidel sind nicht mehr oder könnten gezählt sein. Also Frauen gehören sehr stark zu den Wählern. Frauen wählen rechts, aber sie werden eben in dieser Männerbastion auch ganz bewusst kontrolliert, eingedämmt. Es ist eine unfreie Szene für Frauen. Dürfen die Frauen denn aus der Sicht der Männer Gewalt anwenden? Die Frauen, ja klar. Also ja, wenn es der Sache nutzt, dann das ist, so einheitlich wird das nicht gesehen. Frauen, es gibt kaum Übergriffe, kaum Terrororganisationen, wo Frauen nicht dabei sind. Und wenn die mal ausrasten und das zur Politik passt. In der völkischen Szene ist es natürlich etwas anders. Da sind die Frauen wirklich, also wir hören auch immer wieder, dass die Frauen durchaus auch sehr autoritär sind, dass die Frauen auch sehr hart drauf sind, aber da ist es natürlich eine andere Kontenance, ein anderes Verhalten und so weiter, aber es ist eben sehr heterogen auch. Wie hat sich das entwickelt für Sie in den letzten 20 Jahren? Naja, heftig, krass. Ich mache das seit über 25 Jahren und wir sind ein Kreis von Fachjournalisten, die den Luxus wirklich sich rausnehmen, auch nur darüber zu berichten, dazu zu recherchieren. Wir schreiben gerade am nächsten Buch. Wir stecken da wirklich wahnsinnig viel Arbeit rein und wir haben das kommen sehen mit der Tea Party in den USA. Wir haben es kommen sehen in Europa. Aber diese Vehemenz und diese Stärke und dieses Selbstbewusstsein und vor allen Dingen dieser finanzielle Hintergrund und auch diese Professionalität, aber vor allen Dingen auch, wir haben unterschätzt, dass sie diese Medienmöglichkeiten haben. Die hatten noch nie so starke Medien. Das ist schon heftig. Also wir kommen kaum nach. Also auch gerade, es geht jetzt auch in die religiösen Ebenen über die Abtreibungsgegner. Es geht in die esoterischen Spektren rein, über die Anastasia-Sekte und so weiter. Also wir haben die Reichsbürger völlig durchgeknallt, auch weitestgehend männlich, aber genau, die kenne ich auch. Also wir haben uns gerade im Kreis von Journalisten, Fachjournalisten mit Wissenschaftlern vernetzt. Das brauchen wir. Wir brauchen den Austausch. Ich bin momentan sehr, sehr medienkritisch. Ich halte es da wirklich mit Sascha Lobo, mit einer seiner tollen Kolumne und Kritik an den Medien. Wir Medien haben die AfD erst stark gemacht. Also das müssen wir einfach so sagen. Und und da denke ich, das ist wahnsinnig schwieriger Stand, seriösen, investigativen, nachhaltigen, auch präventiven Journalismus zurzeit zu betreiben. Frauen sind weniger antisemitisch, auch immer noch heftig, aber also jetzt aufgrund der Forschungsergebnisse, aber Frauen sind rassistisch, oft sogar in den Jahresergebnissen rassistischer als die Männer. Das sind Anerkennungsgemeinschaften, das gibt ein heimliches Gefühl im Kameradenkreis. Gerade in Regionen, wo sich Zivilgesellschaft zurückgezogen hat, wo die stark sind. Ich habe das sehr, sehr heftig in den vor Jahren, also in Ostvorpommern erlebt, wo es wirklich für Jugendliche, die aus der Schule kamen, nur die Kulturangebote von rechts gab. Also oft ist es, und das haben mir junge Frauen zumindest da so erzählt, die sagten, es ist gar kein Vorbeikommen. Also und dann sind natürlich viele eingestiegen über einen Freund. Aber mittlerweile ist es eben so, dass sie auch ganz selbstbewusst alleine hingehen, dass sie mitmachen, dass sie Ämter wollen, dass sie was einfordern. Also ich würde die Motivation gar nicht so sehr von den Männern scheiden. Nur durch diese Mischszenen, wo natürlich jetzt diese Männerbastione, diese Männerbünde, die Rockerszene und so weiter, das ist natürlich ein anderes Entree als bei den Männern durchaus. Also wir reden bewusst nicht von sektenähnlichen Verhältnissen, weil diese Politik und Ideologie ist die Nation wollen sie gar nicht, sie wollen das ganze Volk und sie wollen natürlich auch die Macht und den Einfluss. Das heißt, hier natürlich ganz klar das System stürzen. Es ist ja nicht nur Merkel muss weg, sondern diese liberale, weltoffene, pluralistische Gesellschaft soll weg. Das sind ja die Ziele, da sind sie sich ja eigentlich weitestgehend einig. Deshalb können wir nicht von sektenähnlichem Verhalten oder Muster sprechen.
Es ist eine Parallelgesellschaft im Privaten, von der können wir durchaus sprechen. Wir sehen diese Hierarchie, wir sehen dieses Unterordnen, wir sehen die Unfreiheit. Für mich als Frau ist es nicht zu fassen, wie man wirklich die Emanzipation, für die so lange gekämpft wurde, wie man die auch nur annähernd so freiwillig wieder aufgeben kann. Aber das können wir auch in Teilen der CSU oder CDU finden, dieses Phänomen. Also es wird ja von vielen Teilen, das sind ja, ist ja nicht nur die rechte Szene, die es gerade... Ich glaube, wir verstehen das nicht so, oder es ist eine andere Sichtweise. Ich glaube, sie fühlen sich stark. Also ich glaube, die Frauen wollen Teil dieser starken Bewegung sein. Und wenn man das im Kontext zu den europäischen Entwicklungen sieht, in Polen, in Ungarn und so weiter und so weiter, dann würde ich das aus dieser Sicht betrachten, also tatsächlich anders sehen. Aber da, das ist natürlich, das muss man natürlich vielleicht da nochmal mit Soziologen oder auch noch vielschichtiger betrachten. Die Zivilgesellschaft stärken. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir die Jugend unterstützen, die sich engagiert, dass wir unsere bestehenden sozialen und engagierten zivilgesellschaftlichen Strukturen stärken. Das ist, hört sich banal an, aber es ist enorm wichtig. Und ich glaube, wir müssen auch den Mut haben, Grenzen zu ziehen. Ich halte gar nichts von dieser These mit rechten Reden. Ich halte viel von investigativer Recherche. Ich halte viel davon. Ich würde mich freuen, wenn Frau Will zum Brexit mal wieder einen Experten einladen würde und nicht Herrn Gauland. Also ich, ehrlich gesagt, ich fasse es nicht. Und ich finde, wenn wir mit jemandem unbedingt reden wollen, dann mit den Opfern. Und den Betroffenen, den Jugendlichen, den Engagierten. Und wenn wir uns gefallen lassen in unserer Gesellschaft, dass Leute wie Sea-Watch, Leute, die wirklich die Ärmsten der Armen aus dem Meer ziehen, die denen wirklich das Leben retten, dass die verkriminalisiert werden. Und das, was da gerade läuft, und nicht nur von Seiten der Rechten, es geht bis in weiten sogenannte Mitte der Gesellschaft. Es geht in diese, da müssen wir wirklich sauer werden und da müssen wir uns engagieren, denke ich. Andrea Röpke, recht herzlichen Dank. Okay.